Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Malfein und in diesem Video zeige ich euch etwas von Star Wars. Und jetzt folgen die weiteren Einzelfiguren mit mehr Zubehör. Ich nenne es jetzt mal Deluxe-Figuren, wobei sie offiziell erst ab 2019 mit Deluxe bezeichnet wurden. Es sind die Kartons von der Star Wars Black Series Line von 2018, welche exklusiv waren und nicht in der allgemeinen Durchnummerierung und nicht in die in einem Standardkarton kommen. So zeige ich euch zuerst einen Stormtrooper with Blast Accessoires, also mit Blast Zubehör, steht hier unten auf Deutsch. Die Verpackung zeigt den Blister, auf der Seite etwas größere, durchscheinendes Blisterfenster, an der Seite die Bezeichnung und hier wieder, wie standardisiert geworden ist, ein paar größere Buchstaben, wobei nicht alle drauf passen. Auf der Rückseite, auch in Deutsch, Stormtroopers sind dem Imperium fanatisch ergebene Elite-Soldaten, die man unmöglich von der imperialen Sache abbringen kann. Sie tragen respekteinflößende weiße Rüstungen, die über zahlreiche Überlebensfunktionen und Temperaturkontrolle verfügen und mit denen die Soldaten in praktisch jeder Umgebung überleben können. Stormtrooper setzen ihre Blasterwaffen sehr geübt ein und greifen in Horden an, um ihre Feinde zu überwältigen. Also hier bei diesen sieht man hier unten noch ein Bild, wie man den Blaster-Effekt anbringen kann. Und hier auch an der Seite wieder die standardisierte rote Seite mit dem Namen ohne durchlaufende Nummer. Diese Verpackung zeigt hier im Hintergrund ein doch etwas schöneres Hintergrundmotiv, das aus rauszuziehen gehen sollte. Jawohl. Und zeigt hier ein bisschen vom Sturmtruppen-Diorama, also vom Todesstern, so dass man es getrost ein wenig aufstellen kann. Also kommen wir zunächst zum standardisierten Stormtrooper, der hier mit einer Rüstungsvariation in der Anmalung herkommt. Die Bewegungen sind wie bei jeder Figur gleich. Hier ein bisschen oben eingeschränkt durch die Schulterplatten, aber sonst, ja gut, kann man Hand bewegen, Gelenk oben und unten halt. Also er ribbelt ein bisschen besser wie andere und Schuh. Und der Kopf natürlich. Hier auch auf zwei mittlerweile Gelenken ausgelegt. Auch von hinten schön anzusehen, aber wie gesagt, der Standard Korpus geblieben. Hier mit dem Loch von den Sandtroopern noch, da wo man dann den Rucksack einstecken konnte, und hier mit dem Holster der angelegte Gürtel eben beigepackt neben seinen standardisierten Blaster. Der auch wirklich diesmal gut auch wieder hineinpasst in den Holster. Oder auch eben in den Händen, beziehungsweise in der rechten, da dieser den Abzugsfinger hat. Ja, machen wir später. War
auch hier zum Beispiel ein Blitzeffekt, also ein Blaster-Effekt dabei, den man hier mit einer kleinen Nut oder zwei kleinen Nuten hier vorne anbringt. Diese Idee ist nicht neu. Die gab es schon bei den kleinen Figuren 2000 und muss überlegen, 2002 sowas in der Saga Collection. Okay, des Weiteren dabei ein Stand, welches ich sehr schön finde. Hier bedruckt 2017 Hasbro. Welcher wahrscheinlich auch geplant war, wenn es mehrere Stands gibt, dass man sie dann auch nebeneinander einklipst. Und hier eine nachempfundene Bodenplatte des Todessterns oder des Exekutor oder je nachdem, wo sie gerade im Einsatz sind, auf einen Stern. Und man kann es gar nicht falsch rum reinmachen, sondern zwei verschiedene Teile sie dann so reinzuklipsen. Hier ein paar Packs. Und daneben die Figur anklipsen kann. Und hier auf der Seite noch zwei Blaster. Explosionen, welche man irgendwo wahllos oder so hinstellen kann. Sehr schön modelliert. Spitzen sind aus einem weichen Material, kann man sich trotzdem verletzen, also nichts für Kinder. So. Und da dann zum Beispiel hin, dann hier hinten. Und hier sehen wir endlich einen neuen Charakter aus Jabba's Palast. Und zwar ein Gamorrean Guard. Hier auch wieder in einer größeren Box. Und auch in mehreren Sprachen. Aber diesmal nicht in Deutsch, darum lese ich es auch nicht vor. Eine damals schon beeindruckende Figur in der alten Kennerzeit. Und auch jetzt wieder. Diese Figur ist aufgemotzt bis zum geht nicht mehr. Also sehr schöne Details hier. Die Brust-Schulterplatten, zweilagig sage ich jetzt dazu. Dann hier abgefetzter Hemdärmel. Auch hier ein Gurt-Zaumzeug, welches hier beweglich ist. Auch hier diese schöne Brustplatte. Das Fell wirkt jetzt nicht zu klobig wie bei der Vintage-Figur. Also nicht die Vintage ganz alt, sondern die Vintage-Figur. Vintage-Collection-Figur, sagen wir so rum. Auch die Verzierungen an den Schulterplatten und an den Metallplatten, Unterarmen. Sind schön und die Muskulatur, welches die Arme und Beine umgibt. Auch hier die Haut gerillt und die Sandalen mit den Fußnägeln an den Zehen. Der Bobo ist luftig ausgepolstert. Auch ganz lustig. Und das Fell schaut so unten drunter aus, also Kunstfell, gewebt. Die Kappe, die hier oben aufsitzt, ist auch toll gemacht, aber jetzt muss ich leider im Vergleich zu der 345 Vintage Collection Figur sagen, sie ist nicht abnehmbar. Und des Weiteren, was hier auch noch ein tolles Feature ist, ja, man kann es quieken lassen. Quack,
ruhig. Beigepackt waren drei Waffen. Einmal dieses Beil, welches auch schon bei der allerersten Figur Verwendung fand. Oder bei der Gamorrean Guard aus der Kennerline. Ein zweites Beil, welches bei der Neuauflage Kenner Hasbro in den 90ern dabei war. Und wie auch die drei Waffen bei der Vintage Collection dabei sind, hier eine größere Lanze, Vibro-Lanze. Alle drei Waffen passen gut in die Hände. Die einen gehen ein wenig einfacher rein. Und die anderen ein bisschen aufbiegen. Zusätzlich kann man natürlich, wenn man alle drei Waffen unterbringen will, eines vielleicht dann hier hinten positionieren. Das ist auch eine ganz tolle Idee. Die nächste Großfigur ist hier aus der Solo-Film Star Wars Story Moloch. Auch eine etwas größere, schwerere Figur. Auch mehrere Sprachen, nicht in Deutsch. Also diese Figur ist wirklich sehr, sehr schwer. Da sie hier unten keine Füße hat, sondern eher einen Klumpen, welcher filmgetreu umgesetzt wurde, zumindest was den Charakter betrifft. Und hier oben leichte Bemandelung, die man auch ausziehen kann. Geht ein wenig schwer runter mit den Armen. Machen wir es mal so. Von hinten sieht er eben so aus. Also Bewegungspunkte sind hier weniger angebracht, aber dafür hat er umso mehr Features. Man sieht hier ein paar Schläuche und seinem Gürtel. Und am Gürtel kann man dann auch eine Waffe anbringen. Ein kleiner Blaster, den man wie gesagt im Gürtel oder eben halt hier die Hände gibt. Moloch war auf Corellia und ein Verbrechersyndikat, ein Oberbefehlshaber, der Han Solo und Quirra dann eben jagte, letztendlich. Und wir können hier sein Gesicht betrachten, welches sonnenlichtanfällig ist. Und geht ein bisschen hier zum Bewegen. Aber schaut auch klasse aus. Die Oberteil, das ist eine fest angebrachte Hülse. Und beigepackt war auch noch hier eine Schutzmaske, ein Teil davon, welchen man dann hier über die Augen anbringt, reinschiebt und diese Gasmaske oder Atemmaske eben davor. Und schon kann er vom Sonnenlicht ihm nichts mehr anhaben. Hier auch noch ein paar Dreckspuren angebracht. Beigepackt weiterhin auch so ein Zeremonien- oder Zepterstab, welcher aus irgendwie windenden kleinen humanoiden Formen besteht. Sieht man wahrscheinlich jetzt ein bisschen schlecht. Ja, schaut mir aus wie so ein Candy-Stecken. Naja. Aber auch der passt gut in die Hände. Also mir gefällt diese Figur, hat was. Auch die Umsetzung von der kleinen Version
ist ähnlich gelungen. Und die letzte Figur, die ich euch zeige, die ich nicht auspacke, ist ein Comic-Con-Exklusiv, nämlich Han Solo in Bespin-Outfit mit etwas Zubehör und ein Diorama-Set. Hier ein bisschen noch ein bisschen Satz und man kann das Ganze nämlich hier aufziehen und so einen Blick. Also wie gesagt, die Wände lassen sich aufziehen und hängen fest, also mit einem Tesafilm, dass man sie auch wieder zurückschieben kann. Die Figur selber zeigt den Han Solo, der auf Karte herausgekommen war. Hier allerdings im Blister belassen, was ich auch lassen werde. Ein Diorama aufgestellt, hier der Millennium Falcon mit den Gangway. Im Hintergrund sieht man es vielleicht ein bisschen, der Standfuß im Inneren von der Weltraumschnecke. Und hier oben ein Minok. Der war in der Einzeldings natürlich nicht dabei. Darum habe ich mir dieses Set geholt und ich lasse es auch eingepackt. Beigepackt auch hier so ein Reparaturgerät und eine Atemmaske. Und es müsste noch irgendwo eine separate linke Hand sein, die den Finger ausstreckt. Ich blende dann mal Produktbilder ein. Ja, ansonsten geht es dann bald beim nächsten Teil weiter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut!